Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Brick Tales. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und ich wünsche euch jetzt viel Vergnügen und viel Spaß. So, wir müssen sprich mit Leuten auf dem Bazar über die vermisste Katze der Königin. Das tun wir in unserem neuen schönen Gewand. Den Sicherheitsmenschen lassen wir weg, der ist doof. Gucken wir mal, mit wem wir reden können. Der möchte nicht mit uns reden. Vielleicht er. Also, ein alter Fluch hindert die Bauarbeiter daran, das Monument fertigzustellen? Wie ungünstig. Seht zu, dass ihr einen Weg findet, diesen lästigen Fluch loszuwerden. Törtchen, flaumige Törtchen, nur bei uns und so gut, dass sie Erdbeben auslösen könnten. Mit diesem Werbespruch würde ich lieber noch ein bisschen warten. Frisch gepresster Saft von handverlesenen Früchten in einer bequemen Plastikflasche, gerade vom anderen Ende der Welt geliefert. Warum denn Plastik, Mensch? Gibt so viele Alternativen. Schöne Andenken aus der Wüste, einzigartige Pyramidenmodelle. Was? Falsche Goldklumpen, nur bei uns die Originalen. Kommt, bevor sie vergriffen sind. So, nun ist aber gut mit deiner Werbung. Nee, wir müssen noch. Hier, guck nicht weg, guck zu mir. Hallo. Ein Fluch? Nein! Warum bin ich heute nur aus dem Haus gegangen? Ich könnte jetzt zu Hause sein und mit meinem Kind spielen. Also Squant ist ja schön, aber was das hier soll, muss vielleicht ein Edelstein rein. Das könnte sein. So, willst du mit uns reden? Nein, willst du nicht? Dann halt nicht. So, aber du willst mit uns reden. Hallo. Ah, wir sind verloren. Was haben wir nur getan, um so ein furchtbares Schicksal erleiden zu müssen? Mensch, die wollen alle nicht mit mir reden. Was ist denn da los? Du vielleicht? Überraschung, Überraschung. Alles ist noch schlimmer geworden. Nicht so negativ. Vielleicht müssen wir zur Baustelle. Vermutlich. Aber es heißt ja eigentlich hier auf dem Bazar. Nö. Wen haben wir denn noch? Ah, da haben wir noch die drei Tantchen da, die nichts tun. Ach so, der Fluch hat das Erdbeben ausgelöst. Das ergibt jedenfalls mehr Sinn als das, was ich dachte. Ein Fluch? Ach komm, nicht schon wieder. Ihr seid aber alle gesprächig hier. Komm du auch noch. Hallo. Wenn ich nicht bald zum Shoppen komme, wird meine Laune von verärgert in richtig sauer umschlagen. Das wollt ihr nicht erleben, wenn ich richtig sauer bin. Ihr könnt auch immer nur ans Shoppen denken. Unfassbar. Was bedeutet dieser Brief? Nein, wir sind immer noch nicht durch. Aber wir haben doch hier niemanden mehr. Moment. War da noch jemand? Nö. Die wollen mit uns nicht reden. Doch. Es wird euch freuen zu hören, dass alles ein Missverständnis war. Die beiden haben sich völlig umsonst gestritten. Du nicht? Und du auch nicht. Ja, dann reden wir mal mit ihm. Die Katze vom Boss kriegt ein Monument, das in der Stadt dann jeder kennt. Sie verlegen die Platten, setzen den Stein. Wann wird das Denkmal bloß fertig sein? Was müssen wir denn jetzt machen? Kommen wir mal darüber. Nee, wir müssen hier nichts machen, aber ich probiere es trotzdem nochmal.
kommen wir denn da unten hin? Nein, wir müssen zum Bazar, aber da gab es nichts mehr. Haben wir etwa was vergessen? Sprich mit den Leuten. Ah, Kräuterhändlerin. Katzen. Ah, warte, natürlich. Katzenminze. Frische Katzenminze. Die beste auf der ganzen Welt. Da war doch was, irgendwas mit ihr. Oh, hallo, ihr seid's. Wie geht's? Meine Katzenminze verkauft sich wie verrückt, dank euch beiden. Das sind tolle Neuigkeiten, aber wir suchen derzeit etwas Kleines, Weißes mit Fell und feuchtem Näschen. Oh nein, ein armes kleines Kätzchen wird vermisst. Was kann ich tun? Wie helfen? Ich wette ja, dass wir jede Katze im Umkreis von 1000 Ellen anlocken könnten, indem wir bloß die Tore zu meinem Katzenminzlager öffnen. Katzenminzlager. Die Leute könnten allerdings vor lauter Niedlichkeit in Ohnmacht fallen. Wäre das am Ende gefährlich? Falls es hilft, dich zu überzeugen, die Katze, die wir suchen, gehört der Königin, die in der Pyramide begraben liegt. Und der einzige Weg, diesen Fluch loszuwerden, ist, ihrer Forderung nachzukommen, ihre verlorene Katze wiederzufinden. Oha! Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Hier, nehmt diesen Schlüssel zu dem Gelände, auf dem ich meine Katzenminze lagere. Ich hoffe, das nützt euch was. Danke, und falls noch jemand seine Katze vermisst, schicken wir alle zu dir, um deine Katzenminze zu kaufen. Sehr schön. So, du kannst dir nun Zutritt zum Gelände verschaffen, wo die Katzenminze lagert. Was für ein Wort. Untersuche das Lagerhäuschen. Ja, wo ist das? Wo ist denn das? Wo ist denn das Lagerhaus? Untersuche das Lagergelände der Katzenminzhändlerin. Wenn du mir sagst, wo ich das finde. Kannst du mir nochmal sagen, wo das ist? Na, vielleicht ist es draußen, ich weiß es nicht. Das Lagergelände. Was war das denn hier? Nochmal. Schon wieder vergessen. Ah, okay. Da kamen wir da durch. Nach Osten. Ah, verdammt. Ich habe den falschen Skill dabei. Mal ganz kurz gucken, wo wir hier sind. Ach, da sind wir da unten. Ah. Okay, da müssen wir in die Pyramide. Nein, falsch. Nicht in die Pyramide, sondern in den... in die andere Kammer, wo wir die Schalterrätsel hatten. Aber ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Wo ist denn ihr Lager?
Das Lagergelände. Das muss doch hier sein. Oder nicht? Ich glaube, wenn wir da durchgegangen sind, sind wir direkt im Bazar wieder rausgekommen. Ich möchte jetzt noch mal hier hingehen. Ach so, schön. Da komme ich ja gar nicht lang. Oh, warte mal, ich habe da was gesehen. Hier ist was. Das ist wahrscheinlich noch eine Kiste. Dann müssen wir noch mal in die Kammer. Oh, das war da hinten, glaube ich. Ja. Oh, das ist cool. Ja, super. Und wie komme ich da runter? Das ist ja schön. Ach, warte mal, ist das vielleicht das hier? Nee, das kam da rüber. Wie komme ich denn jetzt da runter? Da bin ich rübergekommen. Da kam ich dann da raus. Was haben wir denn noch? Und hier kam ich, meine ich, in die Stadt. Also in zum Bazar. Oh nee, wo bin ich denn jetzt? Ach, natürlich. Ah, jetzt habe ich wieder den falschen Skill dabei. Da ist der Shop. Das ist ein Marienkäfer. Kiste. Das ist ja alles schön und gut. Ich weiß jetzt aber nicht, wo ich hin muss. Untersuche das Lagergelände der Katzen. Das Lagergelände. Wo soll denn das Lagergelände sein? Entschuldigung, dass ich mich wiederhole, aber ich stehe auf dem Schlauch. Wo wollten wir hingehen jetzt? Hier.
Ah, schon wieder was. Müssen wir schon wieder zurück. So. Erstmal unten alles clearen. Ach, da komme ich gar nicht runter. Da komme ich nicht runter. Ich dachte, da komme ich runter. Mist. Ach nee, warte mal, das waren die Geistwachen. Genau, das waren die Geistwachen. Nur noch 17. Da war dieser Stellschrank oder so ähnlich. Genau. Aber nichts mehr. Da haben wir den super Kratzbaum gebaut. Moment mal, wir haben einen Schlüssel. Das heißt, wir müssen irgendwo... Ach Gott. Habe ich schon wieder nicht hingeguckt, dass wir einen Schlüssel haben. Moment, ich muss jetzt hier raus. Immerhin konnten wir ein bisschen was looten. Ich gehe mal vorsichtshalber auf den anderen Skill. So, gehen wir nochmal ins Lager. Bin ich denn da hoch? Hier. Okay, wir brauchen wohl eine Tür mit Schloss. Wie wär's denn mit der? Jawohl, hier geht es lang. Endlich. Ja, haben wir uns 19 Minuten verlaufen. Ist doch auch schön. Oh mein Gott. Gut, dass ich umgeskillt habe. Sie. Ich komme da nicht hin. Doch, ich komme da schon hin. Miau! Mounts, Mounts! Mau! Miau! Och, da ist das süße Ding. Sieht genauso aus, wie es die Königin beschrieben hat. Lass uns die beiden wieder vereinigen. Ja, Gott sei Dank. Dann ganz schnell zurück. Können wir hier noch irgendwas entdecken? Überall Minze. Okay, das scheint
Hier scheint nichts mehr zu geben. Oh, meine Miu, da bist du ja wieder, ihr beiden. Ich stehe für immer in eurer Schuld für diese unglaubliche Leistung. War gar nicht so schwer, jedenfalls als wir darauf gekommen sind, wo wir zu suchen hatten. Ihr seid zu bescheiden. Ihr sollt fürstlich belohnt werden. Ich will euch eine wunderbare Köstlichkeit schenken, eine frische, saftige Wassermelone. Aha. Jetzt kommst mit der Wahrheit raus. Vertrocknete. In diesem Fall dürft ihr eure Belohnung selbst auswählen. Ach, das ist doch schön. Wie wäre es damit, all das Chaos da draußen zu beseitigen? Nur ein Gedanke. Nein, ich habe mich entschieden, es nicht zu tun. Ich wurde so grob aus dem Schlaf gerissen und schlechtes Benehmen darf nicht auch noch belohnt werden. Würde es etwas ändern, wenn ihr wüsstet, dass der ganze Lärm nur zustande kam, um ein gewaltiges Katzenmonument zu errichten? Wirklich? Ein Katzenmonument, sagt ihr? Nun ja, sie würden es bauen, wenn euer Fluch sie nicht daran hindern würde. Wenn das wahr ist, könnte ich unter Umständen vielleicht in Erwägung ziehen, den Fluch zu guter Letzt doch aufzuheben. Aber zunächst müsst ihr mir noch einmal eure Gunst und Ergebenheit beweisen und das Bodenmosaik vor der Pyramide instand setzen. Oh ja, sehr gerne. Oh, das ist alles? Aber klar, das haben wir schneller erledigt, als Miu Miau sagen kann. Das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass wir das machen müssen. Was ich hoffentlich jetzt gleich als sehr spannend empfinde. Ich hoffe, es ist schwer. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie müssen wir denn gehen? Ich glaube so, genau, und dann da raus. Und dann hoch. So, das hat man hier nämlich schon gesehen und das finde ich cool. Dass es eben nicht nur immer bauen ist, sondern hier einfach auch eine andere Rätselart untersuchen. Na super, beim Mosaik fehlen Teile, die müssen wir zuerst finden. Meine Sensoren zeigen mir an, dass sie hier irgendwo in der Nähe sind. Aha. Irgendwo hier in der Nähe. Vielleicht hier? Nö. Nö, ich komme da nicht durch. Nö, wo denn? Hier mal was. Dann doch so groß. Okay, es sind große Platten. Nichts Kleines. Okay, dann werden wir mal gucken. Können wir da hinten eigentlich lang gehen?
Können wir da lang gehen? Wir können lang gehen. Oh, wir holen uns den Krebs. Hallo Krebs. Ich finde das Spiel so cool. Oh, hier ist noch eins. Meine Analyse ergibt, dass dies das letzte fehlende Teil für das Mosaik war. Nun können wir anfangen, es zusammenzusetzen. Ach, ich bitte euch, zwei Teile. Ich wollte was Schweres haben. Restauriere das wundervolle Bodenmosaik, auf dem die Königin mit Miu zu sehen ist. So habe ich mir das vorgestellt. Okay. Aha. Also hier haben wir die Katze. Das da muss wahrscheinlich... Ah, okay. Dann muss das... So hin. Ach nee. Oh, die kann man ja auch drehen. Alter, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Was haben wir denn hier? Okay. Wir fangen hiermit mal an. Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ob das so überhaupt... Okay, hier haben wir noch was von der Katze. Das ist wohl die Königin. Moment, was ist denn hier? Wie rum gehört denn das? Hui, schön, knifflig. Okay. Tja, ich weiß nicht, ob das so gehört oder andersrum. Aber, jawohl. Das sieht doch gut aus. Okay, dann haben wir hier so eine Ecke. Das könnte die sein. Und das hier kommt dahin. Ah, ja, mal ein bisschen Fantasie. Jetzt macht das Sinn. Okay, dann müssen wir den hier hin tun. Ach, das ist der Stuhl. Mein Gott. Sag das doch. Fertig. Ach nee. What? Ach so, Stuhl. Fertig. So sieht es aus. Aber wirklich cool. Nicht zu einfach, nicht zu schwer. Fertigstellen. So, wir müssen wahrscheinlich, genau, Berichte der Königin. Ich will jetzt von ihr einen Edelstein bekommen, den ich vorne in meinen schönen Hut platziere. Und dann irgendeine Zaubermacht bekomme. Das wäre doch eine angemessene Belohnung.
Und was ist mit dem Mosaik? Habt ihr es bereits wieder zusammengesetzt? Aber ja, eure Trockenheit. Wir hoffen, es genügt voll und ganz euren Ansprüchen. Werdet ihr jetzt den Fluch aufheben? Ich versprach es, also werde ich es tun. Der Fluch wird aufgehoben, und zwar jetzt. Unglaublich. Wie war das? Wie war's das schon? Ich habe mir was anderes erwartet, etwas mit ein wenig mehr Flair. Ihr machtet einen guten ersten Eindruck, kleines Metallwesen, aber langsam langweilt mich euer Geplapper. Bitte kommt für die nächsten 1000 Jahre nicht wieder her. Dennoch vielen Dank für eure Hilfe und jetzt tschüss, süß, süß. Miau. Eure Trockenheit, ja. Kehre zur Baustelle zurück. Mal kurz was gucken. Okay. Wie haben wir denn schon abgeschlossen? 84% von der Geschichte. Kehre zur Baustelle zurück. Müssen wir da oben fragen? Ja, es fühlt sich wirklich gut an, wieder an die Arbeit gehen zu können. Danke für alles. Wobei, es würde sich zumindest so anfühlen, wenn wir tatsächlich wieder anfangen könnten. Aber die Rampe für unser Baufahrzeug ist hinüber. Nun steckt es unten in der Ausgrabungsstätte fest. Ihr kennt nicht zufällig jemanden mit wirklich guten Baufähigkeiten, oder doch? Ja, das machen wir natürlich. Logisch. Baue eine Rampe für das Baufahrzeug. Okay, eine Rampe.
So, das müsste doch eigentlich gehen. Die anderen Teile brauche ich eigentlich gar nicht. Nö. So ist es. Können wir da auch hochgehen? Hey, wieso können wir denn nicht hochgehen? Da geht's. Aber das war's dann auch. Okay. So, Meldung machen. Echt gute Arbeit. Jetzt kann das Team endlich wieder ranklotzen. Sag dem Händler, dass seine Katzenstatue jetzt fertiggestellt wird. Wunderbar. Ich bin so froh, dass das Monument für meine Katze endlich fertig ist. Ja, und zwar dank euch beiden. Hat uns gefreut, dass wir helfen konnten. Und da ist der Fröhlichkeitskristall, den wir brauchen, um wieder etwas auf dem Vergnügungspark bauen zu können. Und wieder einer. So, damit geht es zurück zum Vergnügungspark. Und ich bin gespannt, was wir jetzt bauen dürfen. Ja, eine große Umwandlung. Ich bin mir sicher, dein Großvater wartet auf uns beim nächsten Teil des Parks. Hallo, ich bin hier drüben. Wir kommen. Lass uns den Realitätsumwandler mit Energie versorgen. Lass uns den Umwandler mit der Energie, die du in der Wüste gesammelt hast, in Gang bringen. Es hat wieder geklappt. Dann entwirf doch bitte nun alle noch fehlenden Teile für diese Attraktion. Achterbahn. Hui. Meine Lieben, das machen wir in der nächsten Folge. Ich liebe Achterbahn. Cool. So. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es tut mir leid, dass ich am Anfang so ein bisschen auf dem Schlauch stand. Ich habe das Schlüsselsymbol nicht gesehen und dachte, wir müssen irgendwo bei der Ausgrabungsstätte in der Nähe irgendwo dieses Lager finden. Dem war nicht so, aber dennoch denke ich, hoffe ich, dass euch die Folge Spaß gemacht hat und würde mich freuen, euch bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Wir schauen uns jetzt in der nächsten Folge auf jeden Fall die Achterbahn an. Ich vermute stark, wir müssen, Waggons müssen wir wahrscheinlich bauen. Und ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin euch alles Gute und macht's gut. Ciao.